5 mechanische Dresser Anzugsuhren, gute Uhren von deutschen Uhrenmarken für weniger als 1000 Euro. Das ist mein Thema heute. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Wie ihr wisst, ist mein Kanal über deutsche Uhrenmarken und heute habe ich mir ausgesucht einmal 5 Dresser für weniger als 1000 Euro. Die Preise verteilen sich von knapp über 400 bis knapp unter 1000 Euro. Insofern habe ich die Uhren dem Preis nach geordnet. Lass mich kurz noch sagen, was ich unter einem Dresser verstehe. Das heißt maximal 40 mm im Durchmesser, schlichtes, einfaches Ziffernblatt, Lederband, Stahlband finde ich passt nicht so gut. Die meisten der Uhren, die ich habe, haben ein helles Ziffernblatt, weil ich finde, das passt besser zu einem Dresser. Es gibt aber auch eine Ausnahme. Lasst euch überraschen. Ich glaube, viele werden euch bekannt vorkommen vom Design, vom Namen, von der Marke. Aber ich hoffe, es ist auch mindestens eine komplette Überraschung dabei. Die Nummer 1, die ich euch heute vorstellen möchte, ist die Dugena Premium Festa Classic. Ein wirklich klassischer Dresser, sehr, sehr simpel gehalten und trotzdem finde ich ihn in keinster Weise uninteressant. Die Uhr hat einen Durchmesser von 38,5 mm und ist die höchste in meiner Auswahl heute mit 11,4 mm. Die Bandanstoßbreite habe ich nicht gefunden. Ich gehe aber fest davon aus, dass sie 20 mm ist, wie bei allen Uhren, die ich euch heute zeigen werde. Als Werk gibt Dugena an DP 9015. 9015 deckt sich mit Citizen Miyota 9015 und bei dem, was ich nachlesen konnte im Internet, ist auch ein Citizen Miyota 9015 verbaut. Insofern ein robustes Werk, dem man durchaus vertrauen kann. Jedes Werk hat Vor- und Nachteile. Hier ist kein ETA gewählt worden, sondern ein Citizen Miyota. Als Glas ist ein Saphirglas verbaut. Und die Uhr hat eine Wasserdichtigkeit von 5 bar, 50 Meter. Insofern zum Händewaschen geeignet, mehr aber auch nicht und mehr würde ich mit einem Dresser auch nicht machen. Das Gewicht habe ich nicht gefunden, es war nicht angegeben, aber alle Uhren, die ich habe, sind ob der Größe, der Bauweise, der Dicke, relative Leichtgewichte und so erwarte ich auch hier kein massives Gewicht. Dugena ist eine, wie ich finde, sehr interessante Marke im unteren Preisbereich und auch diese Uhr zeigt, dass ein Werk mit Handaufzug und Sekundenstopp als Automatikwerk sauber verarbeitet, ausreichend robust für jeden Büroalltag. Ich würde mir die Uhr sofort kaufen, wenn ich einen Dresser benötigen würde. Leider habe ich nicht die Verwendung dafür. Die Nummer 2 in meiner heutigen Auswahl ist die Archimede 1950-1. Im Mai 2020 hat sie einen empfohlenen Verkaufspreis von 580 Euro. Die Uhr hat einen Durchmesser von 39 mm und ist lediglich 9,8 mm dick. Die Bandanstoßbreite sind 20 mm und als Werk ist auch hier ein Citizen Miyota 9015 verbaut, ganz ähnlich wie in der eben vorgestellten Dugena Premium Festa Classic. Das Glas bei dieser Uhr ist ein Plexiglas und das finde ich wirklich sehr angemessen und es passt sehr gut, denn der Name 1950 ist natürlich eine Reminiszenz an die 50er Jahre. Der Stil der Uhr passt auch in diese Zeit. Insofern wäre ein Saphirglas hier nicht stilecht gewesen, auch wenn ich kein riesiger Freund von Plexigläsern bin. Hier passt es sehr gut und Plexiglas fühlt sich natürlich toll an und gibt auch einen besonderen Look der Uhr. Ich finde, es passt sehr gut zu der Uhr. Die Uhr ist nur 3 bar wasserdicht. Das ist der schwächste Wert im Test. Bei einer Dresswatch mag das vielleicht noch akzeptabel sein. 5 oder 10 wäre mir deutlich lieber gewesen. Aber ich kenne auch genug Kollegen, die mit einer 3 bar Uhr vollkommen zufrieden sind, weil sie bei jedem Tropfen Wasser die Uhr ausziehen. Gewicht habe ich keins gefunden, aber auch hier gilt, die Uhr wird ein Leichtgewicht sein, angenehm zu tragen, insbesondere da sie auch sehr flach ist und nur ein Plexiglas hat.
Lug-to-Lug ist angegeben mit 44 mm, was ich sehr wenig finde angesichts der Durchmesserangabe von 39 mm. Und als Besonderheit ist hier anzumerken, die gebläuten Zeiger, die mit dem hellen Ziffernblatt und einem schönen braunen Band eine wunderschöne Kombination geben und mit Sicherheit zu vielen Anlässen sehr, sehr gut aussieht. Die Nummer 3 in meiner heutigen Auswahl ist die Stova Antea 1919. 1919 als Erinnerung an das 100-jährige Jubiläum von Bauhaus Deutschland. 1919 bis 2019, da kann man auch sehen, wann die Uhr tatsächlich rausgekommen ist. Es ist eine Antea in einem noch stärker reduzierten und kontrastreicheren Design, als die Antea ohnehin schon ist. Mir gefällt es sehr gut. Der Preis im Mai 2020 liegt bei 740 Euro in der Standardausführung. Die Uhr hat einen Durchmesser von 39 mm und ist die flachste in dieser Auswahl mit lediglich 8,2 mm Bauhöhe. Der Bandanstoß beträgt 20 mm. Von Horn zu Horn ist es relativ viel für eine doch so kleine Uhr mit 47,8 mm. Verbaut ist ein ETA 2824-2 und wir haben ein Saphirglas. Ein planes Saphirglas, was sehr, sehr gut zu der Uhr und zum Stil der Uhr passt in meinen Augen. Die Uhr ist bis 5 bar wasserdicht zum Händewaschen geeignet und damit wirklich alltagstauglich im Büro und zu allen Dress-Watch-Anlässen. Die Uhr wiegt inklusive Lederband lediglich 61 Gramm und ist damit am Arm wirklich kaum zu spüren. Ich mag die Antea-Reihe als solche und die 1919 insbesondere, weil sie kontrastreicher ist, noch besser abzulesen, noch reduzierter und in meinen Augen den Bauhausstil noch stärker in den Vordergrund rückt als die eigentliche Antea in 39 mm, wie ihr sie wahrscheinlich schon kennt. Wie ich gesagt habe, ich hoffe, ich kann euch überraschen. Meine Uhr Nummer 4 ist diese Uhr, mit der ich euch hoffe, überraschen zu können. Es ist die De facto Kinetic Modular im Mai 2020 mit einem unverbindlichen Verkaufspreis von 820 Euro. Die Uhr hat einen Durchmesser von 39 mm und eine Dicke von 9,8 mm. Die Bandanschlussbreite müsste hier auch bei 20 mm liegen, es war auf der Webseite leider nicht angegeben. Verbaut ist ein ETA 2824-2 und die Uhr hat ein Saphirglas und ist bis 5 bar wasserdicht. Vom Gewicht her liegt sie am unteren Ende meiner heutigen Skala mit lediglich 54 Gramm. Lug-to-Lug, also von Horn zu Horn, liegt die Uhr bei 45 mm. Sehr wenig, sollte wirklich an jeden Arm passen und nicht überstehen. Was fasziniert mich an der Uhr? Da muss ich sagen, es ist so eine Art Architektenuhr. Es ist ein Designelement. Es transportiert die Idee der Dresswatch in die Moderne. Verliert ein kleines bisschen den Bezug zum Klassischen, aber mit den skelettierten Zeigern, die die Stunden- und Minutenindizes integrieren und wenn sich Stunde und Minute überlagern, auch ineinander aufgehen, finde ich super klasse. Mir gefällt die Idee ausgesprochen gut, weil es etwas Neues ist, was ich so noch nicht gesehen habe und auch einer Dresswatch ein kleines bisschen das Klassische nimmt und einen modernen Touch hinzufügt. Dazu passt auch, dass die Uhr, ich habe jetzt hier die Modellserie Modular gewählt, da kann man verschiedene Komponenten zusammensetzen. Was mir hier sehr gut gefällt, ist das Stahlgehäuse mit dem PVD-beschichteten schwarzen Topring und der schwarzen Krone, was der Uhr insgesamt einige Punkte gibt, auf die man hingucken kann und die ein bisschen von der Cleanness, von der Aufgeräumtheit, von der Klarheit, um nicht zu sagen Langeweile anderer Dresswatches nimmt. Also mir gefällt die Uhr unglaublich gut. Und wenn ich dafür Verwendung hätte, dann könnte ich vielleicht sogar schwach werden. Die fünfte Uhr in meiner heutigen Sammlung fällt wohl
in die Kategorie die üblichen Verdächtigen. Es ist die Junghans Max Bill und hier nenne ich wirklich die Referenznummer, weil davon gibt es ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Es ist die 027-3501.4 mit einem empfohlenen Verkaufspreis im Mai 2020 von 925 Euro. Die Uhr hat einen Durchmesser von 38 mm und ist 10,2 mm dick. Der Bandanstoß beträgt 20 mm und als Werk ist angegeben J804.1. Ich habe wirklich nicht herausfinden können, was dahinter steht. Es ist ein automatisches Werk. Es hat eine übliche Gangreserve, aber mehr konnte ich nicht rausfinden. Aber bei Junghans gehe ich davon aus, dass hier kein billiges Seagull verbaut ist, sondern es eine eigene Weiterentwicklung eines ETAs ist. Aber das ist nur eine Vermutung, das kann ich nicht wirklich belegen. Verbaut ist ein Plexiglas. Allerdings sagt Junghans, dass dieses Plexiglas mit einer härtenden Schicht versehen ist, sodass das Glas weniger schnell verkratzt. Ich hatte mal eine Max Bill und kann bestätigen, dass das Plexi wirklich robust ist. Allerdings lässt es sich mit dieser Schicht auch nicht mehr so gut polieren. Also auch hier für und wieder. Man muss entscheiden, was einem da an diesem Punkt lieber ist. Das Gewicht ist wirklich das absolute Leichtgewicht in dieser Auswahl heute mit nur 44 Gramm. Und ich kann bestätigen, die Uhr ist am Arm nicht zu spüren. Leider ist die Uhr nur bis 3 bar wasserdicht, 30 Meter. Das ist am unteren Ende der heutigen Auswahl, aber mit der Uhr würde ich wahrscheinlich sowieso Wasser und Wasserhähne scheuen. Die Uhr ist ein ganz klassisches Design, Max Bill Bauhaus. Ich glaube, diese Uhr ist eine Ikone dieses Designs und hat viele andere Uhren geprägt und insofern gehört sie meiner Meinung nach ganz klar in die Auswahl der Dressuhren unter 1000 Euro. Ja, vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir wirklich helfen, wenn ihr ein Abo da lasst und empfehlt meine Videos gerne weiter. Freut euch auf die nächsten Videos, die kommen. Bis dahin, euer Axel.